Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute am EU-Rat aus meiner Sicht zwei besonders wichtige Themen. Auf der einen Seite die Beurteilung der Lage, die Entwicklung des Russland-Ukraine-Konfliktes, des Angriffskriegs der Russischen Föderation in die Ukraine hinein und gleichzeitig aber auch jetzt die Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine nach Russland. Auf der anderen Seite haben wir auch jetzt in den Überlegungen der europäischen Mitgliedsländer, vor allem aber auch der Kommission, dass es Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben soll. Da ist es für uns als neutrale Staaten klar, dass es diese so nicht geben kann. Darauf wird auch in den Schlussfolgerungen Rücksicht genommen. Österreich, Irland, Malta und Zypern haben hier klar Bedenken angemeldet. Die Beratungen gehen sicher auch in diese Richtung. Wir müssen das sehr ernst nehmen, was hier innerhalb Russlands passiert. Und auch damit dann auch alle Überlegungen anstellen, die notwendig sind, damit, was auch immer in Russland passiert, die Konsequenzen für die Union, für Österreich dementsprechend abgefedert werden. Und das heißt unter anderem auch für Österreich, dass wir weiter danach drängen müssen, ressourcenunabhängiger zu werden. Wir müssen die Unabhängigkeit von fossiler Energie erreichen. Wir arbeiten hart daran. Unsere Speicher sind schon über 80% gefüllt. Genauso geht es in vielen anderen Bereichen. Und auch die Union verfolgt diese Strategie. Und dabei unterstützen wir auch die Kommission.